entschuldige mich an dieser Stelle direkt mal für den wirklich unzumutbaren letzten Teil. Relativ grandios, ich hatte so unfassbaren Spaß damit, nur um am Ende wieder in den Stream dann reinzuschauen und das Problem, was man vor einer Woche hatte, dass es mein Headset komplett zerfickt hat, eben sich wohl durch den ganzen Stream durchgezogen. Ich weiß nicht, ob es die letzten 5 Minuten, das komplette Ding wie beim letzten Mal etc. pp. Es kotzt mich tierisch an und hier nochmal die Entschuldigung dafür. Das wird sich bessern, die Tage sowieso. Aber ich kann jetzt die Woche auf keinen Fall da noch gerade irgendwie einen Cent investieren und deswegen muss ich da irgendwie noch ein bisschen tricksen. Aber ja, wir sind jetzt eben nochmal hier an den Start gekommen, um nicht nur den Fail in puncto Headset, sondern auch rein spielerisch hier wieder gut zu machen. Wir uns am Ende der Geschichte hier befinden, des roten Fadens von Monster Hunter selbst, der Story, was letztendlich nur die Türen zum High Rank öffnet und die wahren Herausforderungen hier mit sich bringt. Aber zumindest im Punkto des Sora Magdaros ein Ende dann hier bringen wird. So schwachsinnig es ja auch am Ende sich zusammengesponnen hat und einen wunderschönen guten Abend Denker heute erst durchgespielt. Das geht mir gerade genauso. Ich freue mich, dass du den Weg zu mir gefunden hast, mein Lieber. Muss aber jetzt den Chat so relativ ein wenig zur Seite packen, weil wir dann jetzt zusammen nochmal das Finale selbst der Story hier bestreiten werden. Uno Momento. Ich hoffe, es ist besser. Das Ding ist mir auch in den Tagen in den Arsch gegangen, relativ. Und das Problem hatte ich jetzt gerade schon wieder, dass dann irgendwann der Punkt erreicht war. Dass es entweder knackt, sollte ich mich ein bisschen zu krass hier am Bewegen sein. Oder eben der schlimmste Fall, dass ich irgendwie im Rage mal wieder den Kopf zu krass bewege und der hier ein Rauschen reinhaut, was euch das Ohr zerfickt. Dementsprechend werde ich stellenweise dann kurz mal einen Blick in den Chat haben, aber soweit zurücklehnen, genießen, im letzten Part dann zumindest auch verstanden, wie der Hase läuft im Final Battle hier und du dann wohl auch in den High Rank heute einmarschierst, mein lieber Denker. Da bin ich jetzt auch mit schnellen Schritten auf dem Wege hin. Es ist auch fantastisch wieder inszeniert. Wir ja auch nur so 2, 3 Missionen in der Richtung haben. Und natürlich die dynamischen Monster-Fights selber, das allemal am Wegmachen sind. Und letztendlich auch der viel wertvollere Part des Ganzen sind. Aber rein der Abwechslung geschuldet und einfach auch um ein bisschen Background zu haben etc. pp. Feiere ich das schon relativ hart ab, da ich von den storytechnischen Umständen eigentlich so gut wie mit gar nichts gerechnet hätte, außer mal einen kleinen schnuckeligen Intro-Video in passenden CGI, Alter, auf in die Jagd und geht das Viehzeug schlachten und dann ist auch schon wieder gut. Irgendein Ziel am Horizont, was dann nochmal mit einer Cutscene am Ende verabschiedet wurde, aber das ist dann doch schon ein wenig ausufernder. Ich danke dir, mein Bester, dementsprechend lege ich das Handy jetzt kurz mal zur Seite. Wir starten die Mission, auch wenn ich das schon längst hätte machen können, um die Ladezeiten hier etwas zu überbrücken, aber gut, Eine kolossale Aufgabe steht uns nun bevor und dementsprechend good night, good fight, Alter. Einen verfickten Gutschein habe ich an den Rotzfreunden dann auch noch verschwendet, Leck mir Moors. Aber gut, kann man nichts machen. Wenn ich da jetzt auch so sturköpfig bleiben werde und das Ganze ohne Hilfe hier angehen werde. Keine Ahnung, ob man das auch überhaupt in der Gruppe hier zocken kann. Bin mir da ziemlich sicher, weil Kalholt sich da auch schon mal wieder anschließen wollte. Zumindest als der Hanky gestern am Start. Da auch nochmal eine kleine Entschuldigung fürs Ende vom letzten Part, Alter, wo mich meine kleinen Co-op-Bros etwas aus dem Cutscene- und Story-technischen Kontext gerissen hatten. Weil die Herren das natürlich schon hinter sich und auch nicht so groß interessiert an dem Ganzen drumherum. Aber so bescheiden ja die ganzen geschichtlichen Umstände hier sein mögen, feiere ich sie trotzdem respektabel ab hier und möchte dann zumindest das, was da ist, hier irgendwie genießen und auch in mich aufsaugen.
da ich da ganz gut abschalten kann. Jäger, und wir müssen den Sora-Magdaros schwächen. Geht alles, wenn ihr auf seinem Rücken seid. Einfach stellenweise fantastisch zu verkaufen. Zerstöre die Kerne, um ihn zu schwächen. Oder lasse ein paar von den Stalaktiten auf ihn fallen. Wir haben die Stalaktiten mit Schießpulver präpariert. Benutze deine Schleuder, um sie zu sprengen. Mein Schwert war vorhin eigentlich schon perfekt. Sei vorsichtig. Geeignet, Alter. Den Einschlag auf seine riesigen Der Erfolg des ganzen Matten. Einsatzes hängt davon ab, ob wir es schaffen, wir das Monster rauschen zu sprengen. Mit dem Finger hin und hier komplett auf der Einstieg vom ersten Gang am Fehlen ist, wo wir noch diesen monumentalen Flug in Richtung Magna Sora Fick die Birne weggehabt hatten und ich das eigentlich auch ziemlich klasse fand und verstehe ich nicht, warum er das jetzt so am Abkürzen ist, ne? Es ist so ADS-mäßig, bin ich da auch noch nicht unterwegs und man zumindest mir ja mal die Wahl lassen könnte. Ja, ist ja gut, Schätzchen. Hallihallo, wie wär's denn, wenn du das Ding da jetzt mal in den Boden parkst? Danke. Du stehst auch ziemlich ungünstig. Verkaufen. Rechtsrolle. Ja, okay. Ich hätte sogar gedacht, der kriegt mich noch auf dieser Länge. Ja, alles cool. Ich muss den Push auch nach vorne machen. Ja, mittlerweile weiß ich ja, wie der Hase schwingt. Los. Bam, Baby. Alter, das haut rein. Ich liebe die Wucht. Ja. Dementsprechend recht eigentümlich unterwegs. Der hat gesessen und nehme ich auf jeden Fall an, Alter. Denker Semelt, habe ich das gerade richtig im Moment gesehen? Dann können wir mit Sicherheit, mein Freund, die Tage oder so mal den ein oder anderen High-Rank-Buster das Hirn zermatern. Oh, ich bin ein bisschen zu weit weg und ich muss mich auch mal wieder auf den Film in Sat 1 kümmern, aber wenigstens der Finisher hat gesessen. Läuft. Ja, reicht jetzt auch mal mit der Rumfackelei hier. Wie weit der Boden hier auch einfach Energy ziehen ist. Das Ding ist im Eimer. Das scheint wahrlich nur die Umgebung der Knoten zu sein. Irgendetwas passiert mit dem Panzer. Das letzte Ding wahrscheinlich. Interessant, der lässt ja sogar Magdaros-Fragmente hier fallen, die Sau. Super, immer her damit. Das hat auch so einen Style hier, die Klippe runter. Und weiter geht's. Hammer! Das macht Laune. Weiter geht's im Programm. Oh, Entschuldigung, das Spiel ist zu laut. Zu wenig, danke dafür. Oh Gott. Jetzt muss ich mir aber doch mal ein Dingens gönnen. Ja, einen noch hier eingesteckt. Wir kümmern uns sofort darum. Das miese Monster-Hunter selbst, genauso wie bei Dark Souls auch. Es gibt ja keine direkte Startfunktion, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Wobei ich das hier aber sehr kontraproduktiv finde, dass ich manch Monster habe, vor allem mit den High-Level-Dingern, glaube ich, schon mal bis zu 1-2 Stunden ziehen kann. Die 50 Minuten der anfänglichen Dinger, da ist noch nicht unbedingt ein Indikator für, aber ich habe da mal eigentlich was gehört, relativ. Ich war ja schon immer recht interessiert an der Reihe, absolut, fand es aber immer nur unfassbar verschwendet an die Handheld-Abteilung. Hat mal der Wii U-Version kurz die Chance gegeben. Oh, fuck, haust du noch einen rein, du Spast, ey, mit dem direkten Nachbrenner hätte ich nicht gerechnet, das hat's bis jetzt noch nicht gegeben, ey. Fuck off, aber selbes Spiel wie in der letzten Runde, wir sind trotzdem ganz gut unterwegs. Du kannst ja auch jedes Mal im Endeffekt, wenn du... Interessant, what the fuck, who the fuck is Alice? An alle aufpassen, einmal können wir noch fliegen, würde ich sagen, ne? Auf, Freunde der Sonne. Ah, come on, Baby. Schnapp dir so ein Crack-Gargoyle und weiter geht's. Alright. Ist mein Handy jetzt ausgegangen? Ich hoffe nicht. Oh nein, Freunde der Sonne. Ich kann jetzt leider nicht mehr meinen Stream hier abchecken und den Chat überprüfen. Dementsprechend muss ich jetzt mal mein Köpfchen gerade halten und hoffen, dass mein Headset noch nicht zur Hölle gefahren ist. Ich weiß, das Knacken stellenweise am Start, aber wenn es das Horrorrauschen gibt, wisst ihr, wovon ich rede. Dann
könnt ihr mal kurz den Chat zu spammen. Weiß ich, was Sache ist, du Spastensora, Alter. Alles cool, ist das so? Sehr schön. Kann man dir eigentlich... Der Sora Magdaros wurde gebunden. Das ist ja schön, ne? Das ist ja schön. Das müsste das Ding hier oben... Da komme ich noch nicht ran. Damit staffeln sie das auch. Sehr interessant. Ah, fuck off, Baby, Alter. Ich hoffe nicht, dass du mir da in die Höhle am Folgen bist. Vorhin hatte ich keinerlei Probleme mit dir am Start, du Spaß. Habe ich den einfach relativ links liegen gelassen. Was mich ja mal brennend interessieren würde, ob es die Bestie auch nur in diesem Kontext gibt, glaube ich aber nicht. Da kommt schon wieder die nächste Dröhnung. Nee. Oh, das ist sehr gefährlich, was ich... Oh, 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 warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Beruhig dich, beruhig dich. Auch ein ganz komisches Winkel, das Teil. Komm, knall das Ding auf den Boden. Läuft. Und jetzt gönnen wir uns nochmal die dicke Combo hier, du Spastenzipfel hier. Hi ho, hi ho. Wir schlachten und sind froh. Das ist schon in Ordnung. Jäger, konzentriert euch. Ihr müsst den Nergiganten davonjagen. Der Sora Magdaros ändert seine Position. Er versucht aufzustehen. Haltet euch bereit. Sehr schön, sehr schön. Lasst euch nicht abschütteln. Einerseits bin ich auch sehr überrascht von dem Anspruch, den die letzte Mission jetzt hier auch mit sich bringt, der stellenweise schon ein bisschen am Nerven ist, weil völlig überflüssig. Ich hatte da vorhin einen Bugfest am Start, wo ich durch den Kopf des Soras gefallen bin und das Wasser am Boden als Fahrstuhl auf die Barriere genutzt, etc. pp. Das trübt dann schon das Gesamtbild umfasst, aber hier mit so einem epochalen Grinsen aufgrund der Größenordnung und des Wahnsinns hier reinmarschiert. Was mir dann aber im Zuge dessen etwas geraubt wurde. Und da ist auch das i-Tüpfelchen auf diesem Meisterwerk vom Spiel letztendlich ist. Vor allem auch für zumindest zwei Drittel, wenn nicht sogar die Hälfte aller Käufer. Es hat eingeschlagen wie eine Bombe. Und ich gönne das Capcom absolut. Diese Qualität hat es verdient. Aber da werden natürlich auch viele Unwissende ins kalte Wasser geworfen worden sein. Der Einstieg selbst. Sehr schön ausführlich. Ich bin ja auch ein relativer Newbie, was die Serie angeht. Und jetzt bin ich schon wieder an der Stelle, wo ich nicht weiß, wie ich auf seinen beschissenen Kopf komme, Alter, weißt du? Los! Vorhin konnte ich hier runterspringen, als eine beschissene Dreckshand da im Weg. Dankeschön, darauf habe ich nicht gewartet. Jetzt gibt es wieder den gefälschten Fahrstuhl und damit weiß ich gerade nichts anzufangen. Ich habe echt keinen Bock da mit dem komischen Nerdgigante jetzt mal einen Talk zu führen. Dementsprechend nochmal hier hochmarschieren. Gucken, was wir hier noch vielleicht für Alternativen auf seinen Rücken haben. Der Nerdgigante hat den Rückzug angetreten. Sehr schön, sehr schön. Und das wäre schon eine krasse Nummer. Ich möchte da hoch irgendwie noch. Und wenn ich jetzt hier, wir versuchen mal da vielleicht links rüber noch zu kommen. Sehr schön, sehr schön. Und das ist eben das Problem. Du hast Millionen von unsichtbaren Wänden, vor allem hier in den Kletterpassagen. Und ich finde es sehr undeutlich gemacht, Alter, wo man hier lang kann. Darum überrascht es auch schon wieder, dass man da den Bogen um die Ecke macht und ich dann doch wieder recht frei nach oben hier gelang. Aber ey, fuck off! Entweder ganz oder gar nicht. Und what? Who the fuck is Alice? Stehe ich dem jetzt passend auf eine Birne? Was ist hier los? Das ist ein verpickter Korpus. Wir sind auch noch gar nicht bei der Barrikade angekommen, ne? Oder doch? Alles cool. Da oben ist auch das letzte Schmuckstück. Ich asi, ey. Irgendwie habe ich gerade eine Birne gekriegt, dass er unbedingt wieder auf den Schädel von dem Biest muss. Wo ich vorhin die ganze Zeit dran gehangen habe. Da
Aber nein, wir müssen ja hier schon wieder in den tiefsten Kern seines Vulkanes einmarschieren. Mit dem Mikro soweit hoffe ich alles in Ordnung. Und weiter geht's. Ich habe irgendwie in dem ganzen Rage mein Feuer vercheckt. Ja? Fick dich, du Hurensohn. Den hätte ich dir gerne noch mitgegeben. War alles gut. Oh nein, nein, nein. Ich wollte schon sagen, das kostet mich jetzt mein beschissenes Leben. Ich muss doch das Ding hier noch platzieren. Alles gut. Scheiß auch auf den Brand kam. Ja, komm, ist aus und weiter geht's. Du Hurensohn. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dingen kommen, sobald das ausgeht, kriege ich eh wieder Panik. Ich muss auch das Feuer abstellen. Sehr schön, das stellt sich selber ab. Kannst jetzt mal dein Dingens heraus pushen? Was ist das? Steine wieder. Was denn los? Jetzt hast du auf einmal hier so eine Chillout-Phase. Lass mich doch verarschen, das Ding spielt doch mit mir, der kleine Lava-Szene. Come on, Baby. Mach fertig, jetzt bevor der seinen Buckel gedreht hat. Bam! Oh, come on. Ich bin aber noch im... Nein, 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 du Spaß! Das hatten wir vorhin schon mal, ey. Das geht mir so auf den Kick. Ich sag schon Bescheid, wann ihr mit euren behinderten Flugdrachen um die Ecke kommen könnt. Und jetzt sehe ich erst überhaupt, wie lang sich das auch wieder alles noch zieht, etc. So, die Kugeln heben wir uns jetzt noch auf. Und hier werden wir mal fleißig füllen. Louislein, wo steckt denn mein lieber Kater, ey? Finde ich sowieso schade, dass der auf der Hälfte des letzten Kampfes hier nur eine kleine Rolle spielen tut. Und der ist da hinten fleißig unterwegs. Ich kann das überhaupt nicht leiden, Digga. Du solltest mir helfen hier, meine Dingens nachzufüllen. Bring mir mal einen Vitalitätsboost, hast du was zu tun. Und dann können wir dir die schon mal hier reinprügeln, du alte Drecksau. Oh yeah, Motherfucker, das geht dir direkt in die Fratze rein, ne? Ist gut gegen Karius, eine riesige Vulkanbatze, die dir in deinen Felsen hängen. Muss ich dir auch noch reindrücken. Okay, Louislein ist da vorne jetzt unterwegs und das Schöne an der Sache ist, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, dass bloß die Kanonen noch ein bisschen heile. Und auf, auf, Baby. Jetzt gehen wir kurz nochmal hier rüber gewechselt. Louislein füllt da wieder fleißig nach, würde ich doch meinen. Relativ, der guckt da hinten schon wieder rum, der dumme Kater. Da wird schon schief gehen. Ihr geht mir auch immer unglaublich auf den Keks. Komm schon, Baby, die will ich da noch drinne haben. Sehr schön. Und als Dankeschön dafür kannst du dir das direkt mal schmecken lassen. Dein Gebirge von Schulterblatt, ey, ficken wir dir jetzt erstmal weg. Louislein ist wieder fleißig dabei. Er ist richtig am Schleppen, der Idiot. Hier liegen doch die Dinger. Genau, mein Süßer. Pass mich nicht an. Okay. Nein, nein, es tut mir leid, Louis. Du lässt immer noch mitnehmen. Dann verschwendet, ey. Okay. Gesundheitsbooster kommt, taumelt. Gibt alles, was ihr habt. Ich muss gleich mal gucken, inwieweit. Das habe ich vorhin jetzt auch nicht gecheckt, ne? Wo muss ich dann wohl gleich mit dem Flieger los und so ein Kram, Alter? Das habe ich nur vom Sora selbst, Alter, gerafft. Ja, ja, alles cool. Feuer. Oh, die gehen vorbei? Nee, doch nicht. Alles cool. Gibt alles, was ihr habt, ey. Natürlich, natürlich. So. Ich muss gleich mal kurz hier Kommentarfilm schauen, dafür gibt es dann einen kleinen Film, was ich hoffe, dabei geht das Spiel hier nicht großartig weiter und ich hoffe, sollte das Headset kaputt sein, lieber Denkart, ey, dann hau einmal irgendwie so dreimal K hintereinander, dann spam mal kurz in den Chat rein, dass ich das weiß, sonst nehme ich vielleicht an, dass du den Tipp hier hast, Alter, was letztendlich eigentlich machen muss, wenn der Typ hier mal ein bisschen angeschlagen ist. Eigentlich alles koscher. Ich glaube, irgendwann muss ich eigentlich diesen Drachenspeer
Schiff dort zünden. Wie genau? Oh, schon wieder verkackt. Es tut mir leid, ich diskriminiere dich aber auch unglaublich, mein kleiner Louislein. Weißt du was, wir zerficken dir jetzt auch erstmal wieder. Die kannst du mir nochmal deine Fratze hier hinhalten, mein Süßer? Gibt es hier eigentlich irgendwie die Möglichkeit, nein, ne, auf die Etage da drunter zu kommen? Nein, ne? Okay, okay, er schüttelt sich seine riesige Bart. Hammer! Okay, alles cool. Die Barriere wird angegriffen. Alles cool, alles cool. Jetzt weiß Papa ja auch, wie der Hase läuft. Willst du mich verarschen, du dummes Drecksfickspiel? Dankeschön. Und jetzt wieder auch direkt den Pilz hier hoch. Neu, Baby. Oh mein Gott, spring da nicht gleich wieder runter. Das habe ich noch nie gesehen. Das habe ich noch nie gesehen. Das ist ja der absolute Oberhammer. Oh, ich habe ein bisschen Panik, dass er jetzt... Oh nein. Dass er sich auch noch nicht da runtergebackt hat, ist ein Wunder. Genau, ich höre jetzt mal auf mit den Seilen. Das finde ich echt nicht cool. Oh Gott, das zum Thema, ey. Keine Ahnung, wie er den jetzt schon wieder durchgedrückt hat. Okay. War alles Geschmack. Nett. Das Ding hättest du mich ruhig mal noch zerknüppeln lassen können, du Arschloch. Ja, komm, Louislein, das weiß ich wieder, ne? Aber was ist denn jetzt los? Was für Kanone bewegen, du Mistgeburt? Alles cool, solange du da deine eigenen Spasten über den Haufen schießt, soll mir das doch recht sein. Du frisst jetzt das erstmal. Das ist aber auch eine Fünfer-Kombo, Baby. Ah, weißt du was, ich schieße dem jetzt noch mit ein paar Ballistas. Du lädst weiter das Ding hier nach. Ein kleiner Kater. Ich schieße den Clown jetzt auf die rote Nase. Oh yeah, Baby. Oh yeah. Sehr schön, sehr schön. Ich glaube, da oben haust sogar noch das andere Ding. Irgendwie losfliegen, nicht hier drin, ne? Wir können jetzt erstmal wieder einmal kurz die Kanone vielleicht bewegen. Langsam checkt mal richtig, wie das geht. Das macht immer mehr Bock, Alter. Absolut. Das letzte Ding hier, echt eine Wucht. Davon sollte es mehr geben, auch irgendwie in so Event-Dingern verpackt oder dergleichen. Geil finde ich ja schon mal, dass das in der Arena dann zumindest schon mal ein wenig zu finden ist. Aber gut, weil der Endgame-Content, den können wir auch noch kostenlos nachschieben wollen. Vielleicht auch noch die Story selbst ein wenig am Weiterstricken ist und dann unabhängig von großartig designten Monstern vielleicht auch die ein oder andere Cutscene und weiterführende Geschichte hier mitzubringen. Davon, ey, lass mal einfach fressen, ficken. Ja, okay, ich verliere so langsam den Faden wieder in meinem Gequatsche, weil Mann und nicht multitaskfähig. Dementsprechend ballern wir die jetzt hier noch rein. Die kommen auch noch an, oder nicht? Mann, hast du ein Schwein, du kleine Ratte. Aber gut, kurz mal ins Becken geschossen. Bam, Baby. Und jetzt muss ich nur mal gerade zur Sicherheit. Da unten geht es. Er steht da ja auch direkt neben, Alter. Wie zur Hölle kann ich denn hier vielleicht diese alles, was du hast. Ja, ganz großes Kino wieder, ne? Fällt mir nicht zu ein. Cool, da liegt Sora Magdaros Schrott. Ah ja, okay, ich probiere einfach mal mein Glück jetzt hier. Los, los! Ist am Ende des Schiffes, nach dem Feuer dauert es, bis man ihn wieder benutzen kann. Nicht zurück. Interessant, okay. Papa versteht so langsam. Oh my fucking goodness, Baby. Der hat gesessen. Wie zur Hölle kommen wir jetzt hier wieder hoch? Scheint auch nicht... Ja, ja, alles cool. Von hier aus geht's auch geschossen. Richtig gut, Mann. Richtig gut, ey. Ei, ei, Männer. Kann ich hier irgendwie, da darf ich nicht hoch. Aber es muss doch auf jeden Fall auch, hm? Alles klar, alles klar. Richtig schön. Da gibt's jetzt auch mal einen vernünftig dynamischen Wechsel hier. Oh yeah, Motherfucker, den hätte ich also direkt zu Anfang. Ich dachte, das wäre der Finisher irgendwann dann. War alles gut, ne?
wie lang sich das auch hier hält, etc. Also, dass man dann auch vor allem in der nächsten Mission ein bisschen was an Anspruch mit sich bringt. Und hier auch ein wenig Konzentration über eine etwas längere Strecke. Wow, das ging jetzt echt fix. Bereit, wenn du es bist. Nein! Oh, Entschuldigung, ich hoffe, ich habe gerade das Headset nicht. Hammer! Das zum Thema Unleiden und dementsprechend nicht ausrotten, weil wir wollen es ja erforschen, ne? Und nicht aus dem Ökosystem töten. Aber ja. Richtig kurze Style. Also das hat auch ganz heftige Hommage-Geschichten hier. Wir haben es geschafft! Ja. Das soll wegen dem Zaunfall sein. Eine Verbeugung. Vor dem König aller Bestien. Es ist vorbei. Ja. Ja. Großvater? Trost zu dir. Also, bereit für die Heimreise? Ja! Who the fuck is this? In die Jahre gekommener Vegeta für Arme? Das ausuferndste Outro und Credits hier zu sehen gekriegt, auch noch nicht so weit. Dann lassen wir erst einmal ein schon nettes Grinsen auf der Bock gehabt. Tod erzeugt Leben. Du kannst jetzt über die Objektur die Farbe deiner Rüstung verändern. Der Hammer. Ich meine, die Individualisierungsmöglichkeiten mit diesen fantastisch designten Waffen und Rüstung selbst ja schon unendlich erscheinen, wenn ich jetzt auch noch in der Farbe mich austoben kann, was ich wahrscheinlich nicht tun werde, weil ich dann da irgendwie noch einen Tag vorsitze oder so. Richtig gut. Alleine schon, dass es überhaupt am Start ist. Und oh, welch herrlicher Soundtrack noch im Background am Spielen. Vor allem würde mich aber auch mal interessieren in puncto der alten Monster Hunter Teile selbst. Ich habe das ja sogar als kleine Auflösung und Abschluss der kompletten Generation gesehen. Also da stand zumindest die Frage in den Raum, weil man hier ja auch klargestellt hatte, dass die Drachenältesten immer den Weg zu dem Tal der Verwesung antreten oder vielleicht dann in den anderen Generationen zu anderen Kontinenten, wo diese vorhanden waren, und dass das irgendwie so ihr eigentliches Ziel ist, um dann eben die Bioenergie abzugeben und dem Leben neuen Zündstoff, das Ökosystem am Leben hält. Inwieweit er das jetzt konnte, nachdem wir ihn mit Speeren beschossen und etc. pp. Weil er ist ja vom Weg abgekommen und konnte so nicht ins Tal der Verwesung einmarschieren und geht jetzt aufs Meer hinaus und wird sicher mal irgendwie so einen kleinen Bogen über 200, 300 Jahre machen und dann nochmal einen Versuch antreten. Naja. Aber gut, 40 Jahre zurück, der Herr jetzt gerade gesagt. Das bezieht sich dann wohl auf die neue Welt und den Sora Magdaros persönlich hier. Das scheint dann zumindest in dieser Generation nur sein Film gewesen zu sein. Vor allem auch Flotte 1 bis 5, die sind wahrscheinlich alle so mit 10 Jahresabständen in die neue Welt gereist.
und sind nochmal unabhängig von den Generationen selbst, wo mich dann eben auch interessieren würde, ob diese neue Welt immer derselbe Kontinent war oder du ewig sozusagen einen neuen entdeckt und dort dann neue Gebiete zugepackt oder die alten überarbeitet, weil man irgendwelche 500 bis 600 Jahressprünge, so könnte ich mir das alles erklären. Ich habe überhaupt gar keinen Plan von der Reihe in der Hinsicht selbst. Zumindest was die Story angeht, vor allem da die ja eh schon recht kryptisch gehalten und eher im Background und nebensächlich für die meisten auch ist. Da eben allerhöchstens mal bist du? Ein paar Monsterkämpfe mitgekriegt. Und Neid erfüllt, auf die hässliche Grafik geschielt und gedacht, ey, who the fuck, Capcom? Ich hab's seit 10 Jahren gesagt und seit denen wünsche ich es mir auch für die Big-Budget-Großkonsolen, Alter. Schön in feinstem, glasklaren HD auf dem großen Fernseher zu Hause zu genießen, Alter. Who the fuck is Alice, Alter? Es ist fantastisch. Dass man es dann auch noch letztendlich so monumental umgesetzt, Alter, in technisch Hinsicht, Alter, von der grafischen Glanz, die ganze Mechanik, wie viel Dynamik auch einfach in der Symbiose zwischen Viechern und Umwelt, den Monstern selber etc. pp., wie viel KI-Abläufe dahinter stecken und dass das alles so am Funktionieren ist. Ich habe sehr oft über die hakelige Mechanik hier geschimpft, vor allem was auch die Steuerung in den Kämpfen angeht, was einfach auch nun mal ein heftiger Kontrast zu meiner liebsten Serie Dark Souls selbst ist. Und ich da stellenweise hart fluchen musste, weil irgendwie nicht die Geduld dafür habe, vor allem für das Brett hier. Und da habe ich sogar noch meinen Anmeldebonus eingesagt. Fazit ist ein Meisterwerk und danke dafür. Also das wischt wieder mal mit dem typischen Mainstream-Fließband-Marktforschungsrotz des Westens klar den Boden auf. Und ich schiel da mal in Richtung Activision und gewissen Weltraum-Shootern, So geil ich den Reboot in Anführungsstrichen finde mit dem zweiten Teil und ich werde ihm auch noch die Chance geben. Dieser Hass ist absolut auch im Punkto des ersten entstanden. Also entschuldigt meine lieben Destiny-Fans, Alter, wenn ich da etwas hart ins Gericht gehe. Aber ganz ehrlich, Destiny 2 wird mich persönlich in 5, 6 bis 10 Jahren einen Scheißdreck interessieren. Sollte es niemals eine Alternative zu Monster Hunter geben, sprich auf den großen Konsolen, oder dass irgendwann dann doch, Alter, vermikrotransaktionisiert wird, Lootboxen ausgeschlachtet, die Japaner da Gott sei Dank noch eine gewisse Naivität mit sich bringen, vielleicht auch einfach den Markt da noch an sich vorbeirauschen sehen, was für uns Spieler aber nur gut ist, und letztendlich einfach wieder ein Schmuckstück ist, was ich in 10 Jahren selbst noch gerne wieder genießen werde und reinschmeiße, solange es mich nicht irgendein Day-One-Patch von 2 GB daran hindern sollte. Ich die digitale Version dank meinem liebsten Sharing-Bro Kai hier habe. Dementsprechend bisher noch keinen Cent dafür bezahlen musste. Hoffnung finde ich auch, vor allem wenn da jetzt noch Content nachgeschoben wird. Kurz mal nebenbei rede mit der Wildexpertin. Das bringen wir nach diesem kleinen Fazit jetzt auch noch gerade an den Start. Aber um die Pointe hier gerade noch zu einem Schluss zu bringen, ich glaube, den Faden verloren und mich jetzt voll zerfickt, aber Monster Hunter Spiel, cool, geil, Sharing, Bro, Endgame-Content kostenlos, Capcom, Hammer, aber Ende vom Lied ist, wenn Capcom da auch jetzt noch einiges an Inhalt hinterher schieben wird, das sogar kostenlos und interessanterweise dann auch dieses vielleicht funktioniert, unabhängig davon, dass man Mikrotransaktionen im Spiel hat, wie ja der Westen es immer anpreist, von wegen, dass ein Game as a Service ja nur funktionieren würde, wenn es laufende Einnahmequellen gäbe. Und das kann ich in einer gewissen Hinsicht ja auch nachvollziehen und ich hoffe, dass Capcom damit nicht noch auf die Schnauze fällt oder sich ganz komische Dinge ausdenkt, um das hier reinzubringen. Also Skins und Rüstung könnte ich mir noch ganz gut vorstellen, so der Dead or Alive Trip, wenn auch nicht ganz so freizügig und pubertär. Und zu guter Letzt, um dann endlich mal die verfickte Pointe zu finden, worauf ich hinaus möchte, ist, wenn das Jahr jetzt noch mit neuen Inhalt vollgepumpt wird, bin ich absolut bereit, Anfang irgendwie 2019 oder allgemein sollte es dann irgendwann mal kommen, die Complete Edition mir in den Schrank zu stellen und das Unikat auf Ewigkeit gesaved zu haben, soweit.
das ist das Wort zum Sonntag, wenn wir es auf Montag haben. Und wir checken jetzt gerade noch ab, was unsere Dame zu sagen hat.